Gehen Sie weiter, nahtlos. Nein, ich nehme das eher als Symbol. Die Streiterei wird, oder das, der Streit wird ja in Perpetuum fortgesetzt, ne, auf die Art und Weise. Nein, man, ich ist zu egal wie jetzt, wer jetzt im Recht ist oder wer nicht, aber es geht auf die Art und Weise, wird der Streit endlos fortgeführt und da kommt man nie auf einen grünen Zweig wahrscheinlich. Ne? Nein, ich glaube, es ist aber anders, wenn ich jetzt hernehme. Also das ist jetzt eine Verhandlung ausgeschrieben, ist, wo die Ausgabe ist, also die, das, man, ich sage immer, beim Gericht kann man nicht sicher sein, aber ich sage einmal 99,9%, sagen wir mal so. Und dann von gewissen Seiten... Moment, 99,9% für den FC Kärnten, sage ich mal. Ne? Das heißt, dass diese Million, die hier eigentlich... Die 1,50 plus Zinsen, die wird einmal sicher bestätigt, das ist einmal klar. Ne? Die wird sicher bestätigt. Na, was weiß man da jetzt aber vom Masseverwalter, von der Austria Kärnten? Was hat der jetzt? Hat der jetzt diese Forderung von euch anerkannt oder nicht? Die heute wäre verhandelt worden. Also von sich das auch, dass das heute wäre verhandelt worden vor dem Zivilgericht. Ne? Das wäre heute vom Zivilgericht verhandelt worden. Ja. Und was hat er jetzt anerkannt? Weil die Forderungen von euch waren am Tisch mit diesem 1,1. Ja. In diesem Falle wäre es heute so gewesen, dass die Forderungen anerkannt geworden wären von Herrn Dr. Kretz und die Garantien wären Schlage geworden, weil sie zugunsten des FC Kärnten ausgestellt worden sind. Die Stadt und das Land hat sich, also der Herr Masseverwalter hat letzte Woche vor 14 Tagen, das weiß ich jetzt nicht, an den Tag genau, hat ein Gespräch gehabt mit dem Land und mit Anwälten und mit dem Büro Landeshauptmann und da sind sie zum Schluss gekommen, dass sie ersuchen noch einmal um eine Lösung, weil ich sage bei uns, das habe ich schon immer gesagt, wir haben eine einvernehmliche Lösung schon des Längeren vorbereitet gehabt, auch damals mit der Austria Kärnten sogar, mit der Hypo, und da hat keiner wollte irgendwo hinhören, sage ich einmal. So, jetzt hinten noch sagt man ja, wenn wir uns vielleicht jetzt mit Land, Hypo, Stadt zusammensetzen, weil ich immer gesagt, wenn ein FC Kärnten von der Stadt was zu fordern hat, von die Hypo von dem was zu fordern hat, wenn wir von der SK Austria Kärnten was zu fordern haben, warum macht man das so kompliziert und sagt man, okay, das ist das Paket, ich glaube die nicht, du glaubst den nicht, der glaubt den nicht und das ist eine gemeinsame Lösung und jeder ist zufrieden. Von welchem sagt, dass im Endeffekt kommt, spielt sich keine Rolle. Faktum ist jetzt, dass ein Streit, da steht Hypo Stadt, der ist einmal da. Der ist jetzt eingeleitet. Faktum ist, dass es einen Rechtsstreit FC Kärnten und Hypo gibt. Der ist einmal da. Die Schulden von der Hypo wurden durch mich getippt. Sage ich einmal dazu. Nur wir haben auch Forderungen an die Hypo. Und wir haben immense Forderungen an die Stadt. So, und die Hypo an die Stadt. So, jetzt wird man sie müssen zusammensetzen. Nur wünsche jetzt jedem alles Gute, mit der Hypo zusammensitzen und kein Frühstück mehr da ist, der das früher beschlossen hat. Da glaubst du jetzt, wie das jetzt leichter werden? Wenn da einer von mir, der Kranewitter, der von der Sache ja null zu tun hat, der Thilo Berlin, der Herr Landeshauptmann, der was ich wer, hat das ausgemacht, sag ich einmal. Und jetzt sitzen da am Tisch, sag ich noch, der Kranewitter, und ich weiß nicht, wie die Neiden heißt. Das wird ja nicht anders werden, sag ich einmal. So, was wird passieren? Der Wasserverwalter hat es eh schon gesagt, wir haben dort der Staat angedroht zu klagen. So. Bei uns wäre jetzt der Weg so gewesen, wenn der Prozess fertig gewesen wäre, hätten wir die 1,50 gehabt. Der Stadt haben wir gesagt, so und so viel wäre zum Bezahlen, den Rest bezahle ich als für den Zwangsausgleich und dann habe ich mir natürlich weitere Klagen gegen die Stadt vorbereitet. So. Oder wir sitzen zusammen am Tisch. Jetzt hat es geheißen, wir sitzen noch einmal zusammen am Tisch. Bitte ich sehr gerne, jeden Tag, muss ich wohl nicht können, das kann ich nicht in der Masse verwalten machen. Jeder, und das ist aber laut deinem aktuellen Wissensstand hätte der Kretz jetzt diese Forderung von diese 1,150 in vollem Umfang anerkannt. Ich muss sein. Ja. Naja, muss man das. Ja, das Faktum ist ja da, oder? Ja, aber es kann ja sein, dass der sagt, was weiß ich, es sind nur ja. 600.000 berechnet. Das haben sie ja. Nein, das nicht. Und sobald er das anerkennt, wäre die Haftung schlagend geworden. Weil man sonst würde es ja weitergehen. Ja, ich würde gar nicht so ins Detail gehen. Es sind jetzt sogar Stadt und Land aufgefordert worden von Herrn Dr. Kretz. Müssen Sie bei ihm selber erkundigen. Sie haben erst eine Möglichkeit sich im Verfahren anzuhängen. Und bis heute haben sie nicht klären können, ob sie sich im Verfahren anhängen oder nicht. Wir waren ja beim Neustadt nicht, waren wir ja.
Der Österreich traut sich alleine die Entscheidung nicht treffen. So, aber nur in der Misere seien sie sowieso. Hängen sie sich ins Verfahren an, seien sie genauso hoffbar, hängen sie sich im Verfahren nicht vor, nicht an, ist zumindest die Garantie schlagen. Deswegen weiß ich schon, dass es für so keine Entscheidung geben wird. Weil der Gutz das natürlich gesagt hat, Land und Stadt, wie schaut es aus jetzt? Seid ihr dabei oder seid ihr nicht dabei? Ne? Nur, warum ist diese Verhandlung heute jetzt verlagt worden? Mit welcher Begründung? Auf Bitte der letzten Besprechung des Landes, man wird noch einmal zusammensitzen, Stadt, Land, Hypo.